Guten Tag, mein Name ist Jonas Zimmler von der Firma Atesystem Elektronik in Altersheim. Ich möchte Ihnen heute gern unsere stromgeregelte AC-Quelle vorstellen. Zuallererst möchte ich kurz darauf eingehen, was ist der Unterschied zwischen einer spannungsgeregelten und einer stromgeregelten Quelle. Da der Strom- und Spannungsverlauf bei einer Wechselspannungsquelle immer zeitabhängig ist, lässt sich nur eine der beiden Größen wirklich regeln. Bedeutet, bei einer spannungsgeregelten Quelle habe ich bei Sinuseinstellungen beispielsweise einen Sinus am Ausgang spannungsförmig. Der Strom ist aber lastabhängig, bedeutet, muss nicht zwangsweise sinusförmig sein oder kann sogar phasenverschoben eine ganz andere Kurvenform haben. Bei einer stromgeregelten Quelle wiederum ist der Ausgangsstrom dem Vorgabewert entsprechend. Bedeutet, bei Sinuseinstellungen habe ich einen sinusförmigen Ausgangsstrom. Dies wiederum bedeutet, ich kann eine Spannungsquelle nie im Kurzschluss betreiben, da keine Spannung vorhanden ist am Ausgang, auf die geregelt werden kann. Eine Stromquelle wiederum kann ich nie im Leerlauf betreiben, da kein Strom vorhanden ist, auf den geregelt werden kann. Dann kommt es darauf an, welche Anwendung habe ich, was möchte ich einsetzen. Wir haben für einen Kunden ein spezielles Projekt umgesetzt, das ich Ihnen jetzt gerne genau präsentieren würde als Beispiel. Der Kunde brauchte für seine Leistungsanalyzer, wie sie in großen Schaltanlagen verbaut wird, ein Kalibrier- und Testgerät. Diese Leistungsanalyzer haben einen getrennten Eingang für Spannungsmessung und Strommessung. Unsere Applikation bestand daher aus einer getrennten Spannungs- und einer Stromquelle, die zusammen im Verbund synchronisiert und an einem Rackschrank verbaut sind. Durch diesen Aufbau können wir eine Phasengenauigkeit von 0,1 Grad zwischen Spannung und Strom einstellen. Das war besonders wichtig für die Kalibrierung des Gerätes. Wir zeigen jetzt einen kurzen Videoausschnitt, wie das Gerät bei uns gefertigt wird, hier in unserem Standort Altersheim in Deutschland. Nun etwas zur technischen Seite des Projektes. Aufgrund des Aufbaus in eine getrennte Spannungs- und Stromgeregelte Quelle können wir alle Parameter ändern. Es lassen sich sämtliche Lastsituationen nachbilden, ohne dass eine tatsächliche Leistung nötig ist. Die Quellen können somit zwischen Phase und Null 300 Volt AC sowie 400 Ampere simulieren. Da der Phasenwinkel eine Besonderheit des Gerätes ist, aufgrund seiner Genauigkeit, gehen wir darauf jetzt nun etwas genauer ein. Auf den folgenden Graphen sieht man das Sync-Out-Signal des Gerätes in Gelb, die Ausgangsspannung in Lila sowie den Ausgangsstrom in Blau, hier gut im Überblick sichtbar. Hier betrachten wir nun die Genauigkeit beim Nulldurchgang. Zu sehen sind hier immer noch Spannung und Strom, die noch sinusförmig sind. Allerdings haben wir das Ganze stark gezoomt. Wir betrachten alles hier bei einer Zeitkonstanten von 50 Mikrosekunden. Das ist hier zu beachten. Man sieht jetzt schön, wir können Spannung und Strom jeweils zueinander verschieben und in beide Richtungen verschieben. Und das Ganze passiert jetzt hier, wie gerade im Video zu sehen, in 0,1 Grad Schritten gegenüber der Referenz. Das Sync-Out-Signal in Gelb ist unsere Referenz, so gesehen der Nullpunkt. Und wie Sie jetzt hier sehen, wunderschön 0,1 Grad Schritte. Neben diesem speziellen Kundenprojekt finden unsere stromgeregelten AC-Quellen noch in vielen weiteren Situationen Anwendung. Beispielsweise für Belastungstests von Kontakten, Steckern oder Schaltern. Wir fertigen unsere Quellen immer nach Kundenwunsch und sind daher für alle Anforderungen offen. Weitere Einsatzgebiete und Beispiele wie Umsetzungen finden Sie auf unserer Homepage. Wir freuen uns darauf, auch Ihr Projekt gemeinsam umsetzen zu dürfen.